Also meine Freunde, ich bin angekommen. Ich mache morgen die Roomtour. Ich gehe jetzt gleich pennen. Hier muss ich morgen echt nochmal aufräumen. Hier oben kann ich auch pennen. Da werde ich ja definitiv auch eine Nacht pennen, glaube ich mal. Hier unten ist mein Koffer drin. Ein Safe habe ich auch. Ich habe gar keine Ahnung. Ich bin so schlecht vorbereitet. Das glaubt ihr nicht. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich bin jetzt einfach da reingefahren, wo ich gesehen habe, okay, hier sind viele Straßen und alles. Und ja, da werde ich jetzt einfach mal hin müssen. Ich habe bisher heute noch nicht so viel gefilmt. Ich werde heute Abend noch mal filmen und ich werde dann noch mal ein bisschen was erzählen, denn man kann ja leider nicht überall so gut filmen.
weil mal sehr viele Leute unterwegs sind und dann muss man auf der Straße gucken, dass man nicht überfahren wird, weil man vielleicht nichts Rechtsfläche hat oder sonstige Sachen. Nee, habe ich jetzt nicht wirklich, aber manchmal, da rafft man es auch nicht ganz, wo man denn wirklich hingucken soll. Genau, ich hole jetzt hier vielleicht was zu trinken, wenn ich, dann hole ich das bei mir. Ey, es ist so warm, Leute, ihr glaubt es nicht. Also wir haben eine Milchschnittmaschine, dann haben wir eine Slushmaschine und dann haben wir eine Orangenmaschine und dann haben wir noch Wasser. Ich lieb's. Mal zum Sehen. Da? Da schlafe ich? Und da ist die Arena, meine Freunde der Sonne. Also besser hätte man es nicht machen können. Hier ist die Haltestelle. Ich sag euch eine Sache, meine Guten, das ist perfekt für mich. Also ich verlaufe mich hier 5-mal am Tag so schon. Aber das ist ja perfekt. Also da kann man sich eigentlich beinahe nicht mehr verlaufen. Wir schauen mal, wie es heute Abend ist. Erstmal nach Hause gehen und dann wieder zur Arena gehen. So sieht der Tag jetzt aus. Fertig machen, erstmal duschen, Haare waschen, Klimaanlage an und danach, meine Freunde der Sonne, geht's los. Gesundheit. Haha, mein Finger. So, meine Freunde, hier ist natürlich meine Tür. Das ist natürlich hier gleich die erste mit der besten Aussicht. Gehen wir mal rein. In eine gute Stube. Alles noch da. Nichts wurde geklaut. Hammermäßig. So. Mich jetzt gerade noch mal umgezogen. Hier. Ich habe mir Burger bestellt, aber dadurch, dass ich wirklich heute nur den Burrito gegessen habe, konnte ich nicht mal diesen kleinen Burger für 10 fucking Euro. Für 10 fucking Euro. Morgen kommt der Haul, was ich gekauft habe. Das wird schon so schön groß. Aber halt auch. Ich weiß nicht. Es sieht so schlimm aus. Es sieht so schlimm aus. Ich glaube, ich penne hier drin. Und dann, wenn ich wach werde, gehe ich nach unten. Meine Freunde, wir sind jetzt auf dem Weg zu unserem dritten Spot. Wir waren jetzt schon an 2 Stellen gewesen. Ich sage euch eine Sache, und zwar wird meine Kamera oder mein Handy heute noch überhitzen. Punkt Nummer 1. Oh, was ein schöner Garten.